Die entscheidende Szene kurz vor Schluss. Chris Wolfe wirft den Dreier, wird dabei aber gefoult. Jetzt die drei Freiwürfe verwandeln und der BBC ist wieder auf einen Punkt dran an den Bayern, denken alle. Das Schiedsrichtergespann aber sieht es anders. Foul von Wolf, Freiwürfe für die Bayern. Das war's. Ich werde gut freigespielt. Ich gehe hoch, nehme den Wurf und der Gegenspieler springt komplett auf mich drauf. Ich werde gefoult und Schiedsrichter sagt, das war ein Offensivfoul von mir, weil ich ihn zu mir hergezogen habe, wie ich werfen soll und gleichzeitig ihn ziehen soll. Muss er erklären und war leider spielentscheidend auch mit der. Der BBC hätte sich den ganzen Ärger ersparen können, hätte er sich die 10-Punkte-Führung aus dem ersten Viertel nicht nehmen lassen. Immer wieder tanken sich die Coburger durch die Reihen der Münchner und lochen ein. Und auf der anderen Seite der mit gerade mal 19 Jahren junge Leader der Bayern, Jason George, schon früh mit zwei Fouls auf der Bank. Der zweite Topmann, Errol Ersek, ebenso. Head Coach Andreas Wagner tobt an der Seitenlinie. Es hätte also ein erfolgreicher Abend werden können für die Coburger. Hätte. Auch das zweite Viertel lässt sich ja noch gut an. Die Bayern treffen fast nichts, ganz anders der BBC. Bis auf 13 Punkte ziehen die Lordschützlinge davon. Auszeit bei den Bayern. Ab dann läuft es besser für die Gäste, die Bayern aggressiver und treffsicherer, kommen Punkt um Punkt heran. Zur Halbzeit führen die Coburger nur noch mit 7. Ich verstehe es nicht so ganz, warum die Mannschaft immer wieder den Rhythmus verliert, immer wieder sich durch ein, zwei Viertel die Butter vom Brot nehmen lässt. Und da müssen sie jetzt in der Pause dran arbeiten. Das stellt mich jetzt nicht so sehr zufrieden. Im dritten Viertel nämlich wird schnell klar, das wird eben doch ein ganz enges Ding an diesem Nachmittag. Die Bayern pirschen sich immer mehr ran, Punkt um Punkt. Die Offensive der Coburger dagegen mit immer mehr Problemen. Nur noch selten gelingen klare Aktionen. Am Ende reicht das eben nicht gegen die Bayern. Wir haben eigentlich gut verteidigt. 67 Punkte, glaube ich, nur zugelassen, ist gute Defense. Aber offensiv haben wir leider nicht strukturiert genug gespielt, hatten Probleme mit der Zonenverteidigung ein bisschen. Natürlich schade, dass wir jetzt zwei so knappe Spiele verloren haben. War eine unnötige Sache, definitiv. Ich glaube, wir kommen ins Spiel relativ gut. Gehen in die Kabine mit 4 Ballverlusten, kommen zurück in die Kabine mit 17. Was natürlich auch Grund dafür war, warum wir das Spiel verloren haben. Einfach nur, weil die Verteidigungsart der Münchner uns dann ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Das Schlusskapitel ist lange Zeit ein Hin und Her. Mal führt der BBC, mal knapp die Bayern, die jetzt wieder auf ihre Nummer 1, Jason George, vertrauen können. Am Ende mit 22 Punkten erfolgreichster Schütze in diesem Spiel. Der BBC verliert am Ende mit 62-67. Die Bayern ziehen zum Ende der Vorrunde in der Tabelle am BBC vorbei. Die Coburger jetzt Vierter. Na, ist ganz gut, dass wir jetzt nicht nur mit dem Jahreswechsel so ein bisschen reflektieren können, was wir gemacht haben, wo wir herkommen, was wir besser machen können, sondern auch mit dem quasi Ende der Hinrunde, jetzt mit dem Münchenspiel, auch jetzt in die Rückrunde kommen. Das heißt, wir werden definitiv über Sachen reden, die wir als Mannschaft besser machen müssen, wie wir Sachen auffangen. Und ich erhoffe mir von der Mannschaft, dass man eine Antwort dann hat. Am Sonntag, den 3. Januar um 16 Uhr, geht es für den BBC erneut in eigener Halle gegen den Tabellenzweiten aus Ulm.